Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen. Wir haben in der letzten Folge ein Gesetz umgeändert, wollten eigentlich ein anderes Gesetz umändern, das ging aber leider nicht. Wir haben so über die Zukunft Sachsens gesprochen. Wir haben Missionen angenommen. Ja, gibt eine Menge zu tun, viele zivile Sachen, die wir jetzt umsetzen wollen. Und auch werden im Moment nach wie vor Politikeinfluss und Stabilität fehlt uns dazu, um das dann alles in die Wege leiten zu können. Genügend geschnackt, geht so gleich weiter. Ein kleiner Nachtrag hier. Auf zitierten Gesetz, ja, kennen wir das Event? Wir nehmen das untere, bringt nämlich Stabilität, kostet uns zwar Politikeinfluss. Aber die Stabilität brauchen wir halt auch, um neue Gesetze zum Beispiel einzuführen. Ja. Nicht irritieren lassen hier von diesem Kolonisieren. Bringt uns nichts, weil das ist nur ein einziges Gebiet. Die werden dann nicht wirklich erfreut darüber. Also unsere Leute, wenn wir das besiedeln würden. Unermüdliche Hingabe. Oh, sehr gut. 3% dazu. Schön, schön. Wir hatten ja gesagt, so um die 50% sind wir fast an Stabilität. Opfer an die Götter fehlt noch, aber das ist viel zu teuer. Wir können ja mal spaßeshalber nachschauen, was uns das kosten wird. 50 Politikeinfluss, absolut illusorisch, das jetzt auszugeben. Muss auch nicht sein. Schande eines Statthalters. Statthalter von Skansa. Wichtiger Posten, ganz oben im Norden. Was hat er denn gemacht? Aha. Dürrezeit, ihr kennt das Event. Verlangt eine Zahlung, er verliert 10 Loyalität. Wäre okay. Ja, Rücktritt wäre ein bisschen zu krass. Der macht ja im Großen und Ganzen einen soliden Job da oben. Auch wenn er schon 8 Korruption hat. Oder wir sagen, das gewöhnliche Volk ist nicht unser Problem. Ich tendiere dazu. Weil dann wird er ein bisschen loyal und die 10 Beliebtheit können wir eigentlich ganz gut verknusen, oder? Beliebtheit ist ein Maß dafür, wie andere über den Charakter denken. In Republiken, wir sind keine Republik, werden Charaktere mit hoher Beliebtheit wahrscheinlicher zum Anführer gewählt, doch selbst Monarchien können beliebte Charaktere nicht ignorieren. Ja, es ist okay, aber die 10 Loyalität ist uns mehr wert hier. Wir ignorieren das gewöhnliche Volk. Was machen die Söldner? Können wir die auflösen? Nö. Das haben wir komplett vergessen. Wir können die ja mal wieder auf Piratenjagd schicken. Störmanöver ist noch mit am besten. Was ist das hier? Geschlossene Formation. Aha. Und Piratenjagd. Was war denn das für ein Admiral? Ein Sechser. Ja, Darkchen, die tun sich aber schwer hier gegen das kleine Lukchen. Freundschaft bietet uns jemand an aus Alubrokien. Würden wir nochmal 5 Beliebtheit zurückgewinnen, wenn wir es ablehnen würden. Wir sind 62, wir nehmen die Freundschaft an. Aginum. Was hat es nicht hier getan? Oh, wir haben 680 Leute. Da können wir auch gleich mal das Weltgeschehen uns mal angucken. Und wir werden auch nicht umhin kommen, uns noch das Römische Reich anzuschauen. Insel nach wie vor destabilisiert. Oh, Kandiakien ist ja komplett vernichtet worden oben. Das tut uns aber leid. Im Osten gibt es auch nichts weiter Neues. Darkchen ist geteilt worden durch das Römische Imperium.
Thrakien ist auch nur noch, ja, eine kleine Regionalmacht, würde ich tippen. Was, das zählt noch als Großmacht? Mhm. Aber am Rande, nur noch am Rande von einer Großmacht. Sind die eigentlich in der Punktzahl mit? Ja, 1600 Punkte, tatsächlich krass. Das Seleukidenreich kämpfen nach wie vor gegen das Brakische Reich. Im Moment aber nicht. Das Brakische Reich hat aber Krieg gegen Amadioi. Hier, dieses kleine Regionalmacht. Lokalmacht. Das Problem ist, die kommen schlecht ran. Ansonsten hätten die keine Chance hier, aber sie werden keine offenen Grenzen mit den Seleukiden haben. Genauso sieht's aus. Und deshalb kommen die halt mit ihren Truppen da nicht rüber. Baktrien? Sind die noch eine Satrapie? Nö, sind sie nicht mehr, aber ihnen wird die Unabhängigkeit durch das Seleukidenreich garantiert. Die haben fast den gesamten Subkontinent unter ihrer Kontrolle. Ägypten. Ägypten ist mir irgendwie zu passiv. Wenn ich mir überlege, was wir hier mit Kusch auf die Beine gestellt haben. Wir hatten uns ja dann schon Richtung Karthago und Nordafrika ausgedehnt. Aber die halten hier irgendwie die Füße still. Wollen die unsere Verbündete sein? Nö. Ja, viel zu weit entfernt. Rhodos scheint hier Krieg zu haben gegen die thrakische Revolte. Ach, das ist hier die thrakische Revolte. Das ist ja niedlich. Ja, tatsächlich nur dieses kleine Gebiet, das ist nicht mal eine ganze Provinz. Hm. Aber schön, dass Rhodos sich hier in Kleinasien ein bisschen ausgebreitet hat. Finde ich immer spitze, das ist ja... Ist das ein Stadtstaat? Auf jeden Fall ist das eine Insel, glaube ich, Rhodos. Am Anfang. Da habe ich ein bisschen ausgebreitet. Schön. Ja. Ansonsten, Karthago, die kriegen sogar hier von diesem Stamm ins Gesicht. Von der Lokalmacht. Was soll man dazu noch sagen? Die waren mal ein Gegner für Rom. Mhm. Das ist aber längst vorbei. Und dann wir hier. Das Bollwerk gegen Rom. Jawoll. Weiter geht's. Weltgeschehen ist durch. Häkchen habe ich schon gemacht. Salz in die Wunde streuen. Asherok der Garrigus hat aus Gründen, die nur er selbst kennt, angefangen, Guntram Riklaikus mit Eifersucht und Misstrauen zu sehen. Ihn hier, uiuiui, das ist ein 42er Machtbasistyp. Allein schon, wenn sie sich im selben Raum aufhalten, führte dies zwangsläufig zu Feindseligkeiten, beunruhigend. Wir sehen ihn jetzt als Rivalen an. Das Gute ist, er ist hier schon 75. Können aber trotzdem mal nachschauen, was wir so an Rivalen haben. Einmal den Forscher und einmal den hier. Also wir legen uns tatsächlich hier nur mit den Mächtigsten des Landes an. Wenn, dann richtig. Die haben die identische Machtbasis wie wir. Wie alt ist unser Sohn? 6. Gut. Hm. Scheint aber nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Schaut mal, die Werte. 2, 2, 2, 1. Zum Rivalen machen? Nö.
Ich glaube, bei Crusader Kings ist das so gehandhabt, dass man dem dann irgendwie jemanden an die Hand gibt. Wie nennt man das gleich? Ja, sowas wie ein Lehrer. Ich komme jetzt auf den Namen. Nee, da gibt es einen Begriff. Ja, ihr wisst sicherlich schon, was ich meine. So ein Tutor, ja. Unterrichten, genau. Aha. Ging also auch hier bei Imperator Rom. Zwischen 12 und 16 Jahre. Ah, schaut mal, königlicher Tutor. So heißt's. Wir sind gut, sehr gut. Wer will handeln? Karthago. Ja, ist uns relativ egal. Kommt, wir nehmen es an. Wir unterstützen Karthago, auch wenn die hier jetzt anscheinend von der Iberischen Halbinsel getilgt werden. Ja, komplett getilgt werden die ja wahrscheinlich nicht, weil es ist einfach zu groß, weil es denen ja Land besitzt. Aber es ist schon heftig, oder? Was Nerien jetzt hier mit dem ach so großen Karthago, ist auf jeden Fall noch eine Großmacht. Ja. Da anstellt. Unfassbar. Zwei kleinen Stämme, ja. Krass. Rhetorische Fortschritte. Zivilisationsstufe national 0,4. Eine kostenlose Innovation. Schauen wir uns an. Militärisch. Und so viel ist es doch nicht mehr, oder? Was wir hier brauchen. Dass wir dann hier da unten ankommen. Keine Angst, Leute, dann gehen wir in den zivilen Tech-Tree rein. Festungsverteidigung 20% dazu. Wow. Oder ungewöhnliche Munition. Ingenieure Unterhaltskosten minus 10%. 20% ist einfach zu krass. Wir nehmen das. Polis Pastos. Als Variante des frühen griechischen Modells hob dieser Kran noch größere Gewichte an und machte riesige Befestigungen möglich. Also wenn er mal bei Wer wird Millionär oder ja, wie heißt die Sendung mit dem Jauch? Irgendwas mit Millionär. Wer wird Millionär? Seid und es wird gefragt, was ist Polypastos? Dann wisst ihr's. Ein Kran. Nehmen wir das. 20% mehr Festungsverteidigung, sagst du nicht? Nö. Zwei was noch und dann haben wir es hier. Mangunell. Petition. Kennen wir auch schon. Der schikaniert angeblich seine Untertanen. Statthalter von Venetien. Der ist nicht mächtig und der ist auch loyal uns gegenüber. Deshalb können wir den mal ruhig eins hier vor den Lachs knallen. Habe ich Lachs gesagt? Vor den Latz meine ich natürlich. Vor dem Lachs. Ich habe keinen Hunger. Ich habe vor uns erst Mittag gegessen, Leute. Keine Angst. Wir werden beliebter. Er verliert 10 Loyalität. Der wird korrupter dadurch. Ist aber ein bisschen blöd gemacht. Ein Repräsentant soll sicherstellen, dass alle Regeln eingehalten werden. Und dadurch wird er aber korrupter oder wird er generell immer korrupter? Ach so, ich verstehe. Er wird nicht durch das Event korrupt, sondern er wird durch alles korrupt. Wie alt ist denn der? 40 erst. Scheibenkleister. Ihr wisst ja, korrupte Statthalter sind richtig hässlich. Weil dadurch die Loyalität der Leute runtergeht. Können dann halt tatsächlich entfernen lassen. Bürgerkrieg.
Ja, komm, wir nehmen das zweite. Wir werden den nicht entfernen. Wir nehmen das mit den Repräsentanten. Ketzerei. Das lebendige Gott und Geist der Nation, Guntram Sigit. Vergöttert, atmet, blutet und stirbt. Dieser wie jeder andere Sterbliche. Dies ist ein Komplott zur Promulgation des Einflusses von Lucien. Ihre Würde beraubt, werden die Anhänger des alten Gottes Vactavercustis zurückschlagen. Aha. Stein wird nicht länger importiert. Und irgendjemand ist gestorben. Oh. Ein Rival hier. Alter von 75. Erlag einem Hirnschaden. Müssen wir natürlich jetzt den Posten neu verteilen. Am besten einen aus der Riklaikes-Familie. Und war so klar, dass die wieder nur Napsulzen haben. Einen Dreier hier unten. Der ist auch schon 55. Das ist auch noch eine andere Riklaikos-Familie. Die haben nur den Einser hier. Der ist 64. Können wir nicht hier oben noch irgendwas umändern? Haben wir hier keinen besseren Tankrit? Achter, aber es ist Tankrit. Gut, denn seine Staatskunst ist jetzt aber schon fast aufs Maximum. Na ja, gut, nehmen wir halt den Einser rein, nützt nichts, aber wie gesagt, der ist auch schon 64. Ist halt nur eine kurze Sache wahrscheinlich, dass er den Posten ausfüllt. Nach wie vor dieser Arctic Marbodus. Dieser blöde Forscher. Mit seinen 42 Machtbasis teilen da. Der scheint aber irgendwie krank zu sein, oder? Ne, ändert sich momentan nicht. Der bleibt bei 67. Wir werden in den sauren Apfel beißen müssen und nochmal hier Politik-Einflusspunkte ausgeben. Ja, wir bestechen den. Was? Das kann nur ein Fehler sein, Leute. Ja, der hat zwei Machtbasis. Da haut irgendwas nicht hin. Weil ansonsten haben wir keine Illoyalen. Das ist der einzige Illoyale. Ihr wisst ja, unter 33% zählen die dann als illoyal. Oder die Machtbasis zeigt es hier falsch an. Aber steht jetzt auch kein Risiko auf Bürgerkrieg, also alles gut. Tauriskin bietet Unterstützung an. Worum geht's hier? Stammeshäuptling Catulanus Auxdaxus, Herrscher unserer frühen Tauriskin und persönlicher Freund unseres Königs Ashokauk Daraka. Dagaricus ist an uns herangetreten und bietet ein Geschenk zur Fortsetzung unserer einzigartigen Beziehung zwischen Herrschern und Nationen an. Okay, was gibst du uns?
Ja, die genaue Art des Geschenks uns überlassen, in der Hoffnung, dass er uns etwas bieten kann, das wir wirklich schätzen können. Hat er ein paar Männer übrig? Wir sind Maximum Rekrutenreserve angekommen. Wir können sagen, lasst ihn etwas Wissen teilen. Also die Meinung scheint immer gleich zu sein, dass man 50 Meinungen bekommt. Also 10 Politikeinflusspunkte, immer her damit. 40 Gold, das ist natürlich Witz im Gegensatz zu 10 Politikeinflusspunkte. Oder 10 Beliebtheit. Beliebtheit brauchen wir jetzt auch nicht mehr, wir sind auch schon 63. Wir nehmen die Politikeinflusspunkte. Lasst ihn etwas Wissen teilen. So, jetzt haben wir genügend Politikeinflusspunkte und auch Stabilität wieder zusammen und können wieder etwas ausgeben. Ich tendiere, ich weiß, ihr wollt Städte gründen und ja, das ist auch wichtig, gebe ich euch voll und ganz recht, aber das Gesetz ist doch hier auch enorm wichtig. Wir können das hier immer noch nicht machen. Und jetzt ist dieses rote X auch weg. Wenn es einer von euch weiß, woran es liegt, warum wir das nicht machen können, schreibt es mal in die Kommentarleiste rein. König der Könige. Integrationsgeschwindigkeit, also wenn wir Vasallen haben und die assimilieren wollen, 0,3. Und diplomatische Beziehungen plus 2. Machen wir doch. Die Mächtigen werden auf unser Werk schauen und verzweifeln. Das heißt, wir haben jetzt wieder zwei Beziehungsplätze frei. Lukchen hat sich aber schön was abgeknapst hier von Darkchen. Schaut mal, die haben sich das hier auch zurückgeholt. Was wir eigentlich hätten kolonisieren können. Da überlegt man nicht lange. Die werden ein neuer Verbündeter von uns. Die können unsere Ostgrenze sichern. Im Norden gibt es nichts Gescheites. Mit denen auf der Insel verbünden wir uns nicht. Wir haben noch ein Bündnispartner übrig. Darkchen wäre halt ein Kandidat, aber ihr wisst ja, da gab es mal ein Malheur. Was denn mit Thrakien? Oh. Schaut euch das mal an. Ist schon krass, oder? Wenn wir Thrakien noch auf unsere Seite bekommen, haben wir wie so einen Schutzwall hier um das römische Imperium gelegt. Das kriegen wir doch hin, Leute. Beziehung verbessern um 50, ja. Geschenk senden würde sogar noch schneller gehen. Kostet 100, aber das ist kein Problem. Wir haben so viel Geld. Geschenk senden, geht los. Jetzt müssen wir einen Monat warten und dann werden wir das Bündnis mit denen eingehen. Sehr gut. Der antirömische Schutzwall ist vollendet. Oh Mann. Das wird eine Auseinandersetzung werden. Wenn es irgendwann mal knallt. Mit den Römern. Krieg erklären, wer würde denn alles mitziehen? Thrakien sagt nö. Oh, weil die Bürgerkrieg haben. Ruthenien sagt nö. Fehlender Militärzugang. Das ist das hier. Leukien sagt auch nein, weil sie zu kriegsmüde sind. Und Lukien hat gerade einen Krieg hinter sich. Das sind doch Spitzenverbündete, oder? Wenn man solche Verbündete hat, braucht man keine Feinde. Ah! Reißt euch mal alle zusammen, Mann. Hier geht es um unsere Existenz, um unsere Lebensweise. Die Römer wollen ihren Wein in unser Territorium bringen. Wir trinken hier nur Met und Bier. Wir wollen keinen Wein. Ach, Mann, 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 Mann. Was ist da nur los? So, jetzt heißt es wieder Politikeinflusspunkte und Stabilität sparen. Bei Lukonien geht es aber auch ordentlich nach unten. Die Loyalität, warum das denn? Liegt doch bestimmt am Statthalter, oder?
Nö. Zivilisationsbemühungen hat er hier drin. Ja, wir müssen halt Städte gründen, damit das halt, damit wir dann dort mal Gebäude reinknallen können. Apropos Städte, wir können ja auch mal bei unseren Städten nachschauen, wie es da ausschaut. Hier können wir noch ein paar Gebäude bauen. Wir haben ja genügend Geld im Moment zusammen. Gerichtshof ist ja schon gebaut. Wie sah es mit den Bewohnern aus? Könnten wir den Adligen was Gutes tun? Steuern wäre nicht schlecht, weil es ja eine Stadt. Ja, kommt, bauen wir. Rekrutenreserve lokal wäre auch wichtig. Stadt und so, viel Bevölkerung. Aber direkt explizit für die Adligen. Ich sehe es jedenfalls nicht. Gibt es nichts. Freie Männer, ist klar. Das Forum, das kennen wir. Aber für die Adligen gibt es kein Gebäude. Nö. Dann spendieren wir denen noch ein Trainingslager. Vielleicht noch ein Aquädukt. Um die Bevölkerungskapazität nach oben zu bringen. Ja, könnte man noch machen. Machen wir auch. Bauplätze noch mit dazu. Infrastrukturausgaben. Wir haben noch zwei übrig. Bevölkerungskapazität. Auch nochmal um 2,5% dazu. Ja, kommt, machen wir auch noch. So. Und die Stadt war da auch noch hier an der Nordsee gelegen, an der Ostsee gelegen. Rokium. Aber ein Gerichtshof. Ah, da können wir auf jeden Fall was für die freien Männer tun hier. Indem wir ein Forum bauen. Ja, machen wir auch. Dann gibt es schon keine freien Plätze mehr. Aber da können wir doch hier hinten Bauplätze lokal noch eins mit reinhauen. Machen wir auch. Und dann hatten wir irgendwo im Süden noch eine Stadt gegründet, aber ich vergesse es jedes Mal, welche Stadt oder wo die Stadt war. Ich vergesse es tatsächlich, Leute. Ich versuche jetzt hier auf der Karte irgendwas zu sehen, so wie hier oben, dass man da solche Häuser sieht. Aber ich kann nichts erkennen. Ich hätte gedacht, wir haben im Süden auch noch eine Stadt hier irgendwo gegründet, oder? Das spinne ich. Machen wir den alten Trick und gehen hier mal nach Bevölkerung. Alle Siedlungen, keine Städte. Sollten wir tatsächlich keine Stadt hier im Süden gegründet haben? Ich hätte gedacht, wir haben eine gegründet. Gründen doch eigentlich auch immer Städte nur, wenn da genügend Bevölkerung
existent ist. Also kann das nur bei einem hellgrünen Fleck gewesen sein. Es sieht tatsächlich so aus, dass wir hier nichts gegründet haben. Scheint der Fall zu sein. Na, dann ist es halt so. Aber nur drei Städte in unserem gesamten Imperium? Nee, hier drüben gibt es doch bestimmt auch noch Städte, oder? Ja, ja. Parisien. Sind die schon wieder unter 33% gefallen? Nö, noch nie. Nach wie vor religiöse Konvertierung. Wie sieht's denn da aus? Nach wie vor druidisch. Es geht schleppend voran. 9 druidische Bewohner. Ziehen das trotzdem mal noch weiter durch mit dieser religiösen Konvertierung. Nützt alles nichts. Okay, weiter geht's. Wir sparen wieder fleißig Stabilität und Politik-Einflusspunkte. Hier in der Normandie und der Bretagne scheint es irgendwie Trouble zu geben. Mischen unsere Verbündeten mit? Nö. Leonien will was. Können wir kriegen. Als nächstes werden wir mal uns das Weltwunder vornehmen und dort dann eine Verbesserung starten. Im Moment geht es einfach nie. Politikeinflusspunkte zu gering. Aber da können wir auch noch was für die freien Männer machen. Beziehungsweise können ja die ganzen Stufe 1 Sachen verbessern. Aber eins nach dem anderen, Freunde, danach. Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwas anderes dazwischen. Wie zum Beispiel, ich dachte gerade, Kios wäre besetzt von Rom, aber nö. Wie zum Beispiel in den Krieg der Römer oder in den Bürgerkrieg der Römer. Hätten wir auch nichts dagegen. Ja, ja, ja. Unsere Verbündeten, konsolidiert euch, werdet stark und greift dann zusammen mit uns das römische Imperium irgendwann mal an. Freunde der Nacht, wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben, schmeißt was in die Kommentare, da ist da rechts oben gibt es den Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Und Nerien hat hier Karthago zerlegt auf der Iberischen Halbinsel, unfassbar, aber wahr. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.